Danke. Die nächste Nummer ist den Frauen gewidmet. Speziell den leidgeprüften Frauen, also Frauen, die mit Typen beieinander sind, so wie wir sind. Es ist eine Nummer, die ist uns nach langem Nachdenken in den frühen Morgenstunden eingefallen. Dann haben wir es gewusst, wir müssen uns ändern. Heute nicht mehr, aber morgen. Ich wach auf am Nachmittag, der Sodbrand ist enorm. Ja, gestern war ich wieder gut in Form. Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergeht, schwör ich mir ferngesteuert, sofern den Tag ich überlebe, es wird nie mehr feiern. Weil morgen, ja morgen, fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oder zumindest irgendwann fang ich wieder ein neues Leben an. Die Ecken komm, seh ich mein Stammlokal und wieder hab ich keine andere Wahl. Weil der Franz, der Joe, der Ferdinand sind auch schon wieder da. Na was macht denn schon ein Viertel oder zwei? Beim fünften Viertel quält mich noch der Gewissensbiss. Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschießen ist. Doch morgen, ja morgen, fang an, ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oder zumindest irgendwann fang mal wieder ein neues Leben an. Prost, Burschen, auf München. Es ist 4 Uhr in der Früh, ich ruf meinen Schatzel an und zärtlich lalle ich ins Telefon. Du Mausi, ich bin hängen blieben, warst du in meinem Lokal. Doch das war bestimmt das letzte Mal. Ich schwör's, schau die Hauptsache ist, wir lieben uns. Du warst, wie ich die mag. Drauf sagt zu mir mein Mausilein hoch zu, wo sie so. Großartig, Frau Mama. Eingeborene mit Gastgeschenken. Danke.